die Laurent Roos nicht zu groß wird. Die erhoffen sich wahrscheinlich eine Spitzenplatzierung mit Mansebo oder vielleicht, dass er sogar die Etappe gewinnen kann. Man wird natürlich jetzt einige Fahrer sehen, die hinter dem Telekom Express verschwunden sind. Und die Frage ist, werden wir Lance Armstrong sehen? War er ein Mr. Pokerface oder nicht? Zeichen des Leidens haben wir gesehen in seinem Gesicht, das zeitweise einer Grimasse glich im Anstieg zum Col de la Madeleine, im Anstieg zum Blondon. Und wann wird Jan Ullrich seinen Angriff platzieren? Er darf sich nicht verleiten lassen, vielleicht von einigen Heißblütigen, die da sehr früh angreifen. Dieser Berg ist lang, mörderisch lang, obwohl es nur 13,8 Kilometer sind. Das weiß auch hinten ein Mann wie Jalabert. Bochert sehen wir da. Sie warten darauf. Wer wird hier zuerst angreifen? Ich glaube nicht, dass es Ullrich sein wird. Als erstes sollte er nicht angreifen. Wenn er etwas machen möchte, dann abwarten, die Mannschaft noch fahren lassen, weil Klöten sieht noch sehr gut aus. Kann man nicht vorstellen, dass Livingstone lange Führungsarbeit leisten kann, aber sollte, wenn er da wirklich etwas machen will heute und jetzt einen Angriff lancieren, dann müsste er Klöten führen lassen, hohen Rhythmus anschlagen lassen. Und jetzt musst du mir ein bisschen erstmal recht geben, dass ich sagte, möglicherweise ein Pokerface. Ja, da muss ich dir recht geben, hätte es nie gedacht. Für mich war es vorbei, für mich war Lance Armstrong war geschlagen von diesem Mann. Vergleich mal seinen Tritt mit dem des Mannes ganz vorn. Er fährt immer noch gleich wie am Blondon. Fährt eine gute Kadenz, aber nicht zu vergleichen. Das sind mindestens 10 Umdrehungen weniger als als Lance Armstrong. Das wird zu viel. Ja. François Simon. Er ist dabei. Rubiera. Tolle also, Arbeit gemacht, auch er. Und nun müssen die Chefs vollenden, was die anderen vorbereitet haben. Die Nummer 1, die zweimalige Nummer 1 der letzten Jahre. Ich sagte es, ist es ein Bluff, ein Coup de Bluff dieses Mannes hier. Und da wurde ich nicht von Toni, aber doch, als ich mal kurz aus dem Wagen war, ein bisschen angelächelt. Es könnte so gewesen sein.